So, hi liebe Leute und herzlich willkommen zu einem VGF-Update-Video. Also, hier ist schon mal ein Vorgeschmack. Hier steht ein Prellbock an Neu-Isenburg-Stadtgrenze. Es ist gerade Nacht. Ja, hier geht's bis in den Wald hinein. Wie ihr sehen könnt, ist alles geteert. Hier sind die Gleise auch neu. Vorher hat das dort vorne geendet. Und ja. Hier ist auch alles frisch geteert. Naja, frisch nicht zu sagen. Aber hier. Die Schiene. Gut. Ja. Sieht auch alles ganz neu aus. Und hier. Das steht alles schon im Rebstock. Rebstockbad von der Linie 17. Und da vorne aber auf der Anzeigetafel, das sieht man jetzt nicht so gut, steht aber Linie 14 noch, weil es fährt noch die 17. Also erst am Samstag, also morgen, fährt die Linie 17 zur Neu-Isenburg-Stadtgrenze zum allerersten Mal. Und das ist dann der letzte Tag von der Linie 14. Und es ist dann der letzte Tag von der Linie 14, dass sie nach Neu-Isenburg fährt. Naja. Man hätte auch alle zwei Bahnen nach Neu-Isenburg von der Linie 14 machen können. Naja, aber was ich am Barrierefrei nicht verstehe, ist diese Stufe. Ja klar, da hinten geht's weiter, aber diese Stufe, die ist allerdings unpraktisch, wenn jemand sofort aussteigt. Da muss man bis ans Ende der Bahn laufen. Naja, wie ihr sehen könnt, hier 14 und da läuft schon mal die Werbung. Und ja, hier ist der Kreisel. Ja, das sieht man nicht so gut und ich habe jetzt keinen Bock, da so entlang zu laufen. Aber in der Mitte ist alles abrasiert da. Also abrasiert meine ich. Es gibt kein Gras mehr. Da steht nur noch ein Baum inmitten von Erde. Das könnt ihr jetzt mal hier sehen. Also ich laufe mal ein bisschen durch. Wie ihr sehen könnt, ist hier auch so ein Strommast. Die Schienen sind mit dieser Gummilegierung versehen, sodass nichts schmutzig wird. Und man sieht auch, das sieht alles ganz anders aus als früher. Und ja, dann sage mal, warten wir noch auf die nächste Bahn. Und dann warten wir ab. Ah nee, da kommt ja schon mal die nächste. So, dann gucken wir mal. Ein R-Wagen. Die sind auch schon lange nicht mehr gefahren. Naja, wie gesagt, die Linie 14 fährt noch. Es ist Samstag. Es ist Freitag. Und da kommt jetzt ein R-Wagen vorbeigerauscht. Naja, guckt einfach mal zu. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr werdet auch noch abonnieren, kommentieren und sagt einfach, wie ihr das Video fandet. Und bis dann, euer Daniel. Dann tschö mit Ö. Entschuldigung für die Verwacklung. So Leute, wie ihr sehen könnt, hält die Bahn jetzt auch hier vorne. Und das war dann jetzt das komplette Video. Und dann fahren wir gleich in einen neuen R-Wagen mit. Also, bis dann, Leute. Und tschüss. Junge.